Hallo und herzlich willkommen zu Zeros Wunderküche. Heute zeige ich euch ein sehr einfaches Rezept, Kadaif mit Milch-Sahne-Pudding. Das Dessert ist ruckzuck gemacht und schmeckt mega. Dann fangen wir doch an. In einer Schüssel nehme ich das Kadaif erstmal auseinander. In eine tiefe Pfanne, ich habe eine Wokpfanne genommen, tue ich die Butter rein und lasse sie schmelzen. Dann füge ich den Zucker und Kadaif hinzu und lasse es goldbraun werden. Zum Schluss gebe ich noch die gehackten Walnüsse hinzu und lasse es noch weitere 5 Minuten unter ständigem Rühren anrösten. Dann das Kadaif in eine Schüssel umfüllen. Nicht in der Pfanne drin lassen, da es ja dünne Teigfädchen sind, können sie durch die Hitze von der Pfanne anbrennen. In den Topf habe ich schon die Milch hineingegeben, dann kommt der Zucker und das Mehl hinein. Das Mehl schnell umrühren, damit sich keine Klümpchen bilden. Zum Schluss noch die Vanillinzucker und das Eigelb dazugeben und unter ständigem Rühren auf mittlerer Hitze aufkochen, bis die Masse zäh wird. Der Pudding wirft Bläschen, also ist sie fertig. Den Pudding habe ich 10 Minuten abkühlen lassen. Jetzt füge ich die Sahne hinzu und rühre es, bis eine geschmeidige Masse entsteht. Wenn ihr nicht rühren wollt, könnt ihr auch einen Stabmixer verwenden. Die Dessertgläser abwechselnd mit Kadaif und Pudding schichten. Die weiteren Dessertgläser so abfüllen, bis ihr kein Kadaif und Pudding mehr habt. Das Dessert ist fertig. Ihr circa halbe Stunde auskühlen lassen, danach kann sie verzehrt werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich auf einen Daumen hoch und freue mich, wenn ihr das Video weiterteilt. Wenn ihr das Rezept nachmacht, teilt gerne eure Fotos auf Instagram mit dem Hashtag Zeros Wunderküche. Abonniert meinen Kanal jetzt schon, um keine Rezepte mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!